Ich wünsche euch erstmal Friede und Gnade von unserem König. Ich habe etwas mitbekommen von einem Bruder gerade vorhin. Und das betrifft auch das Thema von heute. Und zwar steht hier auf diesem kleinen Klebstreifen: Jesus starb für dich, lebe für ihn. Lebe für ihn. Wer tut, um zu sein, lebt zum Schein. Wer tut, weil er ist, dessen Tun ist lauter und rein. Ich lese nochmal. Wer tut, um zu sein, lebt zum Schein. Wer tut, weil er ist, dessen Tun ist lauter und rein. Das Thema, das uns dieses Wochenende begleitet, ist Leben oder Wandeln im Geist. Dieses Buch, die Bibel, beschäftigt sich mit nichts anderem als mit der Frage: Was ist Leben? Wie lebt man? Und diese Frage wollen wir uns heute auch stellen. Wir schlagen bitte dazu auf 2. Mose Kapitel 3, Verse 13 bis 14. 2. Mose Kapitel 3, 13 bis 14. Ich werde vorlesen. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie werden mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Gott stellt sich vor, er hat ja viele Namen, aber mit diesem einen Namen sind alle Namen beinhaltet und alle manifestiert. Ich bin, der ich bin, der ewig Seiende, der ewig Existierende. Ich bin Gott. Hat Gott seinen Wert daraus geschöpft, Gott zu sein, als er die Erde erschuf? Als er die Himmel und die Erde gestaltet hat, hat er erst dann verdient, Gott zu sein? Oder musste Gott sich irgendetwas beweisen, dass er Gott ist? Nein. Gott ist Gott, weil er der ist, der er ist. Und weil er der ist, hat er getan und tut. Und das Gleiche will Gott mit uns. Er will, dass wir echt sind, dass wir nicht heucheln, dass wir keine, ja, die Pharisäer werden ja eigentlich als Heuchler bezeichnet, das griechische Wort ist eigentlich als einer, der ein Theaterstück vorspielt, einer, der ein Theater spielt. Man zeigt sich nicht so, wie man wirklich ist. Dieses Buch beschäftigt sich extrem mit der Frage Leben. Wie? Was heißt Leben? Jesus sagt an einer Stelle: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, und zwar in Fülle. Von welchem Leben wird hier geredet? Was heißt Leben? Leben aus dem Geist heraus. Bei dem verlorenen Sohn hat der Vater gesagt zu dem älteren verlorenen Sohn: Dieser mein Sohn war tot und ist jetzt lebendig geworden. Er hat nicht gesagt, dieser mein Sohn ist böse gewesen und jetzt ist er gut geworden. Er war tot und ist jetzt am Leben. Der Herr Jesus greift diesen Gedanken auf. Ich lese vor, zwei Stellen müsst ihr nicht aufschlagen. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat, schaut, lebendiger Vater, und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Ihr sollt leben.
Hat der Herr gesagt, wir sollen darüber predigen zu leben? Hat der Herr gesagt, haltet Seminare darüber, schreibt Bücher, was es heißt zu leben? Der Herr hat gesagt, du sollst das, was die Essenz, die Substanz Leben ist, sollst du selbst haben. Hat der Herr gesagt, ihr sollt darüber predigen, Salz und Licht zu sein? Oder hat er gesagt, ihr seid Salz und Licht? Er hat gesagt, ihr seid das Salz und Licht. Ihr müsst nicht erst mal etwas getan haben, um zu sein. Wäre doch komisch, wenn ich zu meinem Vater gehe und sage, Vater, heute habe ich und war ich gehorsam dir gegenüber. Heute bin ich dein Sohn. Mein Vater würde mich sehr berechtigt auch entsetzt anschauen und sagen, was soll das? Bin ich denn meines Vaters Sohn, weil ich getan habe oder weil ich meines Vaters Sohn bin? Ich bin meines Vaters Sohn. Und wisst ihr, man kann leben, man kann falsch leben, man kann geknechtet leben, man kann frei leben und man kann überfließendes Leben haben in Christus. Alles ist möglich. Im Glaubensleben ist alles möglich. Und viele Gläubige fragen sich und stellen sich die Frage, warum ist mein geistliches Leben nicht so überfließend von dem, was die Bibel eigentlich sagt, als überfließendes Leben? Was ist denn dieses überfließende Leben? Wo ist denn dieser überragende Sieg der Sünde gegenüber? Wo sind diese überfüllenden Kraftwirkungen seiner Herrlichkeit in uns? Wo sind denn diese Auferstehungskräfte? Wo denn? Man springt eigentlich von einer Ohnmacht zur anderen, von einer Niederlage zur anderen. Und hin und wieder, wenn es gut kommt, wenn man sich richtig angestellt hat, erhascht man ein bisschen diese Realität von Gott und hat gesiegt über die Sünde. Und eigentlich tief im Herzen sehnt man sich nach diesen Momenten und schaut immer wieder zurück und denkt sich, warum wird das schlagartig immer weniger oder es flacht schlagartig wieder ab? Wir schlagen bitte auf Galater Kapitel 4, Verse 1 bis 3. Galaterbrief Kapitel 3, Verse 1 bis 3. Entschuldigung, Galater Kapitel 4, Verse 1 bis 3. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Der Text sagt uns eigentlich, wie der Mensch aus dem Gesetz herauskommt, frei wird in Christus und dann ein in Geiste lebendes Leben oder Wandel führen kann. Na, der weitere Verlauf des Textes sagt dann, Christus ist dann gekommen und hat uns befreit und. Aber wisst ihr, warum ich nur diese ersten drei Verse gelesen habe? Aus dem einfachen Grund, wie viele sind in unserer Mitte, die eigentlich noch die Gesetze oder das Gesetz brauchen als Stütze? Wie viele sind in unserer Mitte, die noch eigentlich aus einem schlechten Gewissen heraus leben für Gott? Wie viele sind geplagt und gedrängt eigentlich tief in ihrem Herzen von einem immerwährenden schlechten Gefühl, Gott ist zornig über mir, Gott ist mit mir nicht zufrieden, Gott ist eigentlich im tiefsten Grunde gar nicht zufrieden mit mir. Wie viele sind von uns so geprägt, wie viele tun aus dieser falschen Beziehung heraus ihre Taten, die sie tun. Wie viele sind von uns eigentlich, obwohl sie Herr aller Güter sind, nicht frei, sondern geknechtet? Wie viele? Wie viele sind gedrängt davon und sagen sich, Herr, ich lese in der Schrift etwas, aber ich sehe in meinem Leben was anderes. Ich bin nicht frei. Und diese Frage, wie man frei wird, das wollte ich heute mehr oder weniger eigentlich aufgreifen, um an die Wurzel dieses Problems zu kommen, wie man endlich frei wird. Der ältere Sohn von den zwei Verlorenen hat gesagt, Vater, niemals hast du mir ein Tier gegeben zum Schlachten, niemals hatte ich mich freuen können mit meinen Freunden, niemals hast du das und dies getan. Und der Vater ganz entsetzt eigentlich nicht wegen dem, was er wollte, sondern er sagt,
Du bist die ganze Zeit mit mir. Wie kannst du sowas sagen? Ist es denn nicht in unserem Leben auch so, dass wir uns eigentlich denken, eigentlich bin ich ein Kind Gottes, eigentlich bin ich zur Fülle gesegnet worden, steht am Epheserbrief 1,3. Und ich bin eigentlich im Geiste mehr als arm. Der Herr möchte nicht, dass wir diesen Zustand weiterhin führen. Der Herr möchte, dass wir hier einen Stopp setzen, in uns gehen, keinen Dienst tun, nichts tun, als nur Gott aufsuchen und fragen, warum. Und bis diese Frage nicht geklärt ist, brauchen wir Gott keinen Gottesdienst dazu bringen. Weil unser Leben, heißt es, ist ein Gottesdienst. Und nicht nur bei der Straßenevangelisation oder bei der Predigt oder man sucht irgendein seelsorgerliches Gespräch mit jemandem. Das ist alles schön und gut. Aber erstmal will Gott mich. Mich. Im Hohenlied gibt es drei Steigerungen, die eigentlich in die tieferen Beziehungen zu Christus kommen. Und wir haben das Gleiche auch in der Bibel. Und wir müssen zu einem Punkt kommen. Ein Punkt ist ganz entscheidend. In Johannes Kapitel 3,16 heißt es, Gott hat ja die Welt so sehr geliebt. Dann heißt es im Epheserbrief Kapitel 5, Christus hat die Gemeinde geliebt. Und dann sagt Paulus etwas in Galater 2,20. Er hat mich geliebt. Und das war der Schock seines Lebens, die größte und die höchste Erkenntnis. Christus hat mich geliebt. Und das war das Ende von allem. Mehr Theologie hat Paulus nicht mehr gebraucht. Christus ist für mich gekommen, für mich persönlich. Wir schlagen bitte auf, wartet noch bitte. Doch, wir können das aufschlagen. Schlag bitte auf Johannes Kapitel 7. Johannes Kapitel 7, Verse 37 bis 39. Johannes 7, 37 bis 39. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Ja, für was dürsten? Von was dürsten? Dürsten nach was? Nach Leben mit Gott. Nach Beziehung mit Gott. Dieses Buch beschreibt nur eine Sache. Es geht nicht mal um den Sündenfall. Der Sündenfall ist zweit-, dritt- und viertrangig. Es geht darum, was der Mensch Gott gegenüber getan hat. Gott ist der Mittelpunkt. Vom Anfang der Bibel bis zu ihrem letzten Punkt. Es geht um Gott in diesem Buch und nicht um uns. Und da wird sich nie was dran ändern. Und Christus sagt zu Nikodemus, wir kennen das ja alle, du musst ja von neuem geboren werden. Er sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wenn du wiedergeboren bist, dann sagt die Bibel, du bist Geist. Du musst dich nicht anstrengen, Geist zu sein, sondern du bist. Wie viele von uns erarbeiten sich diese Position, obwohl sie sie schon lange haben? Wie viele versuchen, ihr schlechtes Gewissen mit guten Werken irgendwie doch rechtzufertigen? Und wisst ihr, wo der Durst gelöscht wird? In der Gegenwart Gottes. Nicht in einer Gemeinschaft, so schön sie auch ist. Nicht in einem Predigtdienst. Nicht bei der Straßenevangelisation, sondern wenn du ganz allein bist zwischen dir und Gott. Nun, die Frage ist die, was ist der Lieblingsort des Christen? Ich kann es euch sagen, der Thron Gottes. Wenn dein Lieblingsort nicht dort ist, was willst du dann im Himmel? Du wirst nur dort sein. Nur dort. Lasst uns bitte aufschlagen, das ist auch der Grund, warum wir dieses Thema heute anschauen.
2. Mose Kapitel 24. Wir lesen den Vers 12 und dann kommen wir auf den Vers 15 bis 18. Also 2. Mose 24, Vers 12 und dann gehen wir sofort auf 15 bis 18. Und der Herr sprach zu Mose: Steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort. So will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Vers 15 bis 18. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag aber rief er Mose von der Wolke aus zu. Und die Herrlichkeit des Herrn war vor den Augen der Kinder Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg, und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Und der Grund ist Vers 12 in der Mitte. Steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort. Bleibe. Du sollst dort sein. Du sollst keine Aktivitäten machen. Du sollst nichts machen. Bleibe dort und bleibe dort. Und sonst nichts. Nichts. Das geht gar nicht in unser verweltlichtes Denken rein, dass wir einfach stehen bleiben vor Gott und nichts machen. Wir würden unruhig werden, weil wir denken würden, das ist eine vergeudete Zeit. Und wisst ihr, was Gott sagt? Im Vers 16 heißt es, 6 Tage lang steht Mose an seiner Stelle und macht nichts. 6 ganze Tage. Nach 6 Minuten würde ich in Ohnmacht fallen und denken, was ist das? Wo bin ich hier? Und wisst ihr, Moses heißt es, er war in einer Wolke. Er hat nicht mal etwas von sich gesehen. Er hat nichts gesehen, keine Orientierung. Glaubt ihr, dass die 40 Jahre in der Wüste Moses dadurch schlauer gemacht haben? Auch da ist seine ganze Weisheit am Ende gewesen. Was soll ich jetzt 6 Tage machen? Und was ist, wenn er schlafen wollte? Er hatte noch nicht mal irgendetwas zu greifen. Vielleicht musste er sich langsam auf den Boden legen. Versteht ihr? 6 Tage. Wir würden sagen, was ist denn das für eine Verschwendung an Lebenskraft und an Traktaten und Bibelübersetzungen. Versteht ihr, was ich meine? Und Gott denkt genau andersrum. 6 Tage Schweigen vor Gott. Es würde uns gut tun, wenn wir einfach mal einen Kurs abstatten würden, und zwar Schweigen vor Gott. Was ist denn, wenn wir jetzt hier einfach, und ich würde das jetzt einfach sagen, und ich habe ja diese Freimütigkeit, euch das zu sagen, wir bleiben jetzt 2 Stunden hier und werden nichts tun. Wir werden jetzt einfach hier sitzen. Was passiert dann mit uns? Würde es uns nicht mal gut tun, einfach zu schweigen und unsere Impotenz, unsere geistliche Armut eigentlich zu entdecken? Wir haben noch nicht mal gelernt, was es heißt, eine Rebe zu sein. Eine Rebe. Nichts tun und einfach Gott genießen. Gott genießen. Was glaubt ihr, was wir dann im Himmel tun werden? Da gibt es nichts mehr zu tun, als nur Gott zu genießen. Vorhin haben wir es gelesen in diesem Lied, da heißt es, oh, welch selige Zuversicht, dass wir anschauen werden sein Angesicht. Aber wenn du jetzt nicht hier auf Erden schon fasziniert bist von seinem Angesicht, wann dann? Fängt das Leben denn nicht hier an? Fängt das ewige Leben nicht schon hier an? Und schaut mal, bleibe dort, du sollst nur dort sein. Und dann heißt es hier im Vers 16, im Anfang, die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai. Und erst am 7. Tag spricht Gott ihn an. 6 Tage. Zu mir kam ein, wie soll ich das jetzt beschreiben, ein junger Mann, den ich irgendwo draußen gesehen habe, der hat irgendwie nach dem Sinn des Lebens gesucht und gefragt. Dann habe ich ihn zu mir nach Hause eingeladen, der ist zu mir nach Hause gekommen, war ein Buddhist. War einfach ein Suchender, der wusste selber nicht genau, was er eigentlich sucht, er suchte einfach die Wahrheit. Und dann hat er mir etwas Erschreckendes eigentlich gesagt. Er hat gesagt, bei diesen buddhistischen Seminaren haben sie 11 Tage
nichts anderes gemacht als eine Sache. 11 Tage für 10 Stunden pro Tag. Jeder ging in seine Ecke, ganz alleine. Und sie waren nur am Meditieren und am Schweigen. Das hört sich jetzt nach nichts an. Aber unsere Bibel sagt eigentlich was Ähnliches. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still. Kann es sein, dass du Gott gar nicht erkennst, weil du zu viel tust? Wir berechnen, auch mit Gott, wir rechnen aus, wie viele Stunden muss ich fasten, um das und das von Gott zu bekommen? Wie viele Stunden muss ich im Gebet gesucht haben, um zu bekommen? Du bist nicht für Gott im Gebet, sondern für dich selbst. Achtet mal auf unsere Gebete, wenn wir Gott loben. Herr, ich lobe dich. Und was ist die Quintessenz von dem Ganzen? Dass du mich errettet hast, dass du mich befreit hast, dass du mich gemacht hast, betet das durch, das ist alles in Ordnung. Aber komischerweise geht dieses Lob nur in eine Richtung. Es geht zu Gott für das, was er an uns getan hat. Wer lobt Gott für das, was er ist? Das heißt im 1. Petrusbrief, wir sollen die Tugenden dessen verkünden, der uns errettet hat. Die Tugenden. Eine Tugend ist das, was Wertschätzung hervorholt in der Person, im Charakter eines anderen. Bist du nicht fasziniert von Christus? Wusstet ihr, dass man auch Christus berühren kann und trotzdem unberührt bleibt? Die Frau mit dem 12 Jahren Blutfluss war die einzige von der ganzen Menschenmenge, wo Christus gesagt hat, ich habe hier etwas gespürt. Die einzige. Wie viele Hunderte und Tausende haben Christus berührt und Christus hat nichts gespürt. Nur bei einer Frau. Wusstet ihr, dass wir auch mit Christus am gleichen Tisch sitzen können und ihn verraten können? Meint ihr, wir sind besser als Judas? Als er 12 Jahre war im Tempel, da heißt es, seine Familie ging wieder weg nach Hause und dann steht da einfach, sie meinten, er sei unter den Reisegefährten. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Sie haben einfach Gott verloren. Frag mich, was Mose 6 Tage lang gedacht hat. Hätten keine 6 Stunden gereicht? 6 Tage. Beim Hochgehen, vergiss nicht, was danach passiert ist. Also zwischen Kapitel 24 bis 32 sind diese 40 Tage, weil im Kapitel 32 heißt es dann eben, er ging wieder runter, ja, mit den 2 steinernen Tafeln. War denn Moses nicht lang genug in der Wüste? War er nicht von Gott lang genug vorbereitet? Hat nicht Mose genug getan, dass Gott ihn jetzt nochmal 6 Tage einfach da lässt? War denn Mose nicht weise genug? War denn Mose nicht unterrichtet in Sprachen, im Glauben und. Hat er denn Christus nicht gesehen im Dornenbusch? Und wisst ihr, was bei dem reichen Jüngling entscheidend ist? Wir kennen das, der reiche Jüngling kommt und sagt, was muss ich tun? Was fehlt mir noch? Und der Herr sagt, verkaufe, was du hast und folge mir nach. Christus will auch, dass wir, jetzt hört genau zu, nicht materiell, vergiss mal materiell, sondern unsere geistlichen, die frommen Dinge auch verkaufen. Verkauft, was ihr habt. Bildet euch nicht ein, ihr seid jemand oder etwas. Wir haben Gott nichts zu bringen. Nichts. Verkauft die Dinge, wo ihr so wertschätzt einander. Es gibt nur eine Sache, die wertzuschätzen ist und die uns kostbar macht. Christus in uns. Nichts anderes. Und wenn ich so meinem Bruder und meiner Schwester nicht begegne, was bringe ich ihnen dann? Menschliche Vorstellungen. Oh, der Bruder kann gut reden, die Schwester kann gut evangelisieren. Was ist das? Sind wir nicht wieder bei der Welt? Ist das nicht irdische, seelische, dämonische Weisheit?
Muss ich denn Gott einen Dienst getan haben, dass er mir wohlgesonnen ist? Was ist mit dem Mann am Schächer, der Schächer am Kreuz? Nichts hat er getan. Und er sagt, mit mir kommst du heute noch ins Paradies. Tun wir, um zu bekommen. Und vielleicht gehen manche von euch ins Gebet und denken an die Uhrzeit oder sonst was. Meine Brüder und Schwestern, wenn ihr so ins Gebet geht, dann wart in dem Gebet. Kannst du denn auch einfach vor Gott ins Gebet gehen und einfach vor ihm stehen bleiben? Kein Wort zu sagen, einfach Gott genießen. Könntest du das machen? Das wird für uns der größte Unsinn sein. Wie? Ich soll jetzt vor Gott einfach stehen bleiben und nichts machen? Wir kommen mit diesem Gedanken gar nicht klar, weil wir so geprägt sind von der Welt. Was sollte denn Mose von da oben mitnehmen, wenn er nicht die Herrlichkeit Gottes mitnimmt? Was denn? Wisst ihr, in 2. Mose, ich glaube 33 heißt es, Gott stellt ja Moses die Fragen. Soll ich mit euch mitkommen ins verheißene Land? Moses sagt zu ihm, wenn du nicht mit uns mitkommst, dann führe uns gar nicht von hier heraus. Meint ihr, die Buddhisten haben keine Tempel? Meint ihr nicht, dass sie auch ihre Liederbücher haben und ihre Gesangsbücher? Meint ihr, die Muslime haben das nicht auch? Meint ihr nicht, die haben auch ihren Gottesdienst? Meint ihr denn nicht auch, dass sie auch ihre geistlichen Bücher haben und ihre Gebetszeiten? Was unterscheidet uns von den anderen? Eine einzige Sache. Gott mit uns. Das ist das Einzige, was uns unterscheidet, dass der lebendige Gott mit uns ist. Jetzt die Frage an dich und mich, mein Bruder und meine Schwester. Was nimmst du eigentlich mit in deiner Ehe, wenn es nicht Gottes Gegenwart ist? Was nimmst du mit für deinen Nächsten? Für manch einen wird deine Gestik und deine Mimik die einzige Predigt sein, die die Menschen jemals sehen werden vielleicht. Und man soll an dir diesen Wohlgeruch Christus haben. Dass sie nicht mal vielleicht verstehen, dass es Christus ist, aber dass da irgendetwas ist, was die Menschen eifersüchtig macht. Warten. Das Volk Israel konnte nicht warten. Und was kam daraus? Ein goldenes Kalb. Was ist mit diesem Mose? Wir wissen nicht, wo er ist. Seit fast 40 Tagen ist er hier nicht. Lasst uns einen Gott machen. Sie konnten nicht warten. Muss denn Gott dir antworten? Er kann machen, was er will. Er kann dich auch 20 Jahre lang warten lassen. Warten. Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre. Im 1. Könige 17 heißt es zu Elia, Gott spricht zu Elia. Was für eine gewaltige Person, dass er sogar sagt, es wird nicht regnen, bis ich es gesagt habe. Gott schickt ihn 3 Jahre an irgendeinen Bach, an den Bach Krit und sagt ihm, bleibe dort. Und nach 3 Jahren nichts tun. Gar nichts, sagt er, geh und zeig dich. Was für eine verschwendete Zeit, 3 Jahre einen Propheten einfach irgendwo liegen zu lassen. Das ist Gottes Weisheit. Er macht, wie er, was er will, wann er will. Und Gott will nicht die, wisst ihr, Gott will nicht viel Dienst. Er will qualitativen Dienst. Er will echte Qualität des Lebens. Er will echte Qualität. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, da werden 6 Materialien angesprochen. Ihr kennt ja wahrscheinlich dieses Kapitel. 3 edle und 3 unedle. Na, Gold, Silber und kostbare Steine und dann im Vergleich zu diesen Holz, Heu und Stroh. Es heißt, jeder wird gerichtet nach der Art seines Werkes. Nicht nach der Menge, nach der Art, nach der Qualität. Und ich frage mich, mein Bruder, meine Schwester, was für eine Qualität bringen wir einander mit? Ich heute, während ich heute mit euch rede in dieser Predigt. Welche Qualitäten und Gottes Gegenwart bringe ich euch mit? Vorhin wurde gebetet, lass Gott reden durch diesen Bruder und nicht den Bruder. Ich hoffe, dass es auch wirklich so ist. Ich hoffe es, wirklich. Aber wenn wir nicht gelernt haben zu warten und zu schweigen vor Gott,
warum diese ganze Maschinerie an Lärm? Muss denn die christliche Maschinerie laufen? Wir müssen in diese Bibelstunden gehen, wir müssen in das. Aktivitäten, versteht ihr? Geht in die Bibelstunden, das ist alles gut und richtig. Geht in die Gebetsgemeinschaften, unbedingt sogar. Aber wenn ihr an diese Orte geht, dann solltet ihr Gottes Gegenwart mitnehmen. Tust du's? Fragst du dich immer noch, warum du eigentlich, obwohl du Geist bist, immer noch fleischlich bist? Josef wartete 17 Jahre, war 17 Jahre und wurde mit 30 Jahren zum zweitgrößten unter dem Pharao. 13 Jahre warten. 13 Jahre. Johannes der Täufer wird vorbereitet für einen Dienst von allerhöchstens einem Jahr. 30 Jahre Vorbereitungszeit für einen Dienst von einem Jahr und dann wird er geköpft. Das ist doch mal Gottes Investment, oder? Wir machen es genau umgekehrt. 30 Jahre Dienst und dann ist alles gut. Gott denkt vielleicht anders. Vielleicht ist gar nicht Gott so zufrieden mit unserem Dienst. Vielleicht ist das eine Realität, die wir uns selbst aufgebaut haben, wer weiß. Diese Frage kannst du nur beantworten in seiner Gegenwart. Und nicht von deinen Gefühlen her. Ah ja, ich mache etwas Christliches und dann ist es in Ordnung. Bileam hat eine der größten Prophezeiungen gegeben über den Messias. Und er ist verloren gegangen. Weissagung. Eine der größten Weissagungen in der Bibel. Von einem Menschen, der abgefallen ist. Ich frage mich, ob unser Dienst wirklich so qualitativ gut ist. Was würde denn passieren, wenn wir einmal in der Woche nicht zum Dienst gehen würden und anstatt dessen zu sagen, lasst uns Gott suchen. Was würde dann mit diesem Dienst passieren? Es würde eine Qualität ausmachen, eine Realität Gottes. Paulus selbst war 3 Jahre in der Wüste. Und wisst ihr, Gott schafft keine Richtungen, Gott schafft auch keine Meinungen. Gott schafft, das Einzige, was er tut, Persönlichkeiten. Individuen, Persönlichkeiten, das schafft Gott und nicht Meinungen und Richtungen. Er schafft Charaktere, das macht er. Ist es nicht interessant, habt ihr euch das nie gefragt? Als Jesus der Herr getauft wurde mit 30 Jahren, was sagt Gott der Vater über ihn? Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Warum hatte Gott Wohlgefallen an ihm? Bis dahin hat er keinen Dienst getan, bis dahin gab es keine Verkündigung, bis dahin gab es keine evangelistische Untersuchung, irgendetwas, nichts, kein Dienst. Wisst ihr warum? Kommt nicht auf den Gedanken zu sagen, ja, ist er Gottes Sohn und er muss ihm Wohlgefallen. Im Hebräer 5 heißt es, Jesus Christus wurde erhört um seiner Gottesfurcht willen und nicht, weil er der Sohn Gottes war. Er kriegt von Gott das Zeugnis, an dir habe ich Wohlgefallen. Wisst ihr warum? Weil Christus einfach Gott gehorsam war. Er wuchs an Alter, an Gnade und an Weisheit. Und wenn jemand an Weisheit wächst, dann wächst er an der Furcht Gottes. Kein Dienst und an dir habe ich Wohlgefallen. Wie viele von uns versuchen, sich die Sohnschaft noch zu erarbeiten? Wie viele sind unterschwellig getrieben und bedrückt? Da war eine Frau, die in einer Parfümerie gearbeitet hat. Dann ist sie in einen Bus reingestiegen und dann kam ein Bruder und auf einmal riecht er diesen Parfümgeruch. Und diese Frau hat aber nie Parfum auf sich drauf gemacht, sondern sie war einfach in dieser Gegenwart, dieser Parfümerie und hat diesen Geruch mitgenommen. Es war an ihr, versteht ihr? Und das ist das Gleiche mit Gott. Wenn wir in seiner Gegenwart sind, dann nehmen wir einen Hauch Gottes mit. Gott will nicht in allererster Linie unseren Dienst. Er will dich.
Wir haben keine Beziehung mit irgendeiner Richtung. Wir haben eine Beziehung mit einer lebendigen Person. Schlagen wir bitte auf Jesaja Kapitel 8, Vers 18. Jesaja 8, Vers 18. Es ist auch prophetisch auf Christus und seine Jünger. Da heißt es hier im Vers 18: Siehe, ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat. Wir sind Zeichen und Wunder für Israel von dem Herrn der Heerscharen, der auf dem Berg Zion wohnt. Schaut mal, was da steht. Wir sind Zeichen und Wunder. Er hat nicht gesagt, wir tun Zeichen und Wunder. Wir sind die Zeichen und Wunder. Genau der gleiche Gedanke wird nochmal aufgegriffen. Wir schlagen diese Parallele auf, bitte. Apostelgeschichte 4, 13. Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 13. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. An was? An was? An ihrer Freimütigkeit, den Menschen entgegenzutreten, die ihren Herrn vor kurzer Zeit noch getötet haben, ihnen mit der gleichen Freimütigkeit entgegenzutreten und zu sagen, wir haben keine Angst vor niemandem, weil unser Jesus Christus lebt. Diese Freimütigkeit hat sie überzeugt. Sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ganz praktisch, deine eigene Meinung über dich selbst, die kannst du beiseite stellen. Nur Gott ist in der Lage, uns zu beurteilen. Erkennt man in deinem Leben, dass Christus da ist? Wenn dein Lebensstil nicht verändert ist, dein Hunger und dein Appetit nach Gott, und du sagst, Christus lebt in mir, dann bist du ein Lügner. Ein Heuchler und ein Lügner. In Römer 2 heißt es, euretwegen, das sagt er zu den Juden, euretwegen wird der Name Gottes verlästert. Wisst ihr, was für eine Gewalt und eine Verantwortung wir haben für diese Welt? Du bist geboren worden in einer Zeit, in einer Familie unter gewissen Umständen und Gott hat dich da reingesteckt. Diese Menschen da draußen, Gott hat sie uns anvertraut, uns. Brennt dein Herz auch so für Christus, dass die Menschen gerettet werden? Teilt nicht eine Braut das gleiche Liebesverlangen wie ihr Bräutigam? Wie viele von uns werden beschämt werden, in der Ewigkeit vor Gott zu stehen? Glaubt ihr, das Preisgericht ist irgendetwas Loses und Lockeres? Ja, Hauptsache ich bin gerettet. Wer so seinem Bräutigam entgegengeht, ich sag euch das, passt auf, dass ihr nicht mit der Gnade Gottes spielt. Ich lese etwas vor. Preist den Herrn mit der Laute. Lob singt ihm auf der zehnseitigen Harfe. Singt ihm ein neues Lied, spielt gut mit Posaunenschall. Zehnseitige Harfe. Das ist ein Bild für den Menschen. Zwei Hände, zwei Ohren, zwei Augen, zwei Füße, ein Herz und eine Nase. Zehnseitiges Instrument. Und dieses zehnseitige Instrument soll gut spielen mit Posaunenschall. Dieses Instrument wird aus Holz geschnitten. Man trennt ja einen Baum und verarbeitet dieses Holz. Und daraus entstehen dann Töne, die zur Ehre und zum Lob Gottes sind. Das sind wir. Wir sind aus den Toten auferweckt worden, um für Gott ein Loblied darzubringen. Wir. Spricht dein Leben wirklich von diesem Lob? Wo sind deine Gedanken jetzt? Beim Essen? Beim Kuchen? Beim Kaffee? Wir sagen, Christus ist in unserer Mitte. Schämen wir uns nicht, dass unsere Gedanken irgendwo abschweifen? Sind wir wirklich in der Gegenwart und der Realität Gottes? Sind wir wirklich da?
Seid ehrlich zu euch selbst. Keiner muss antworten. Bist du hier in deinem Korpus als Mensch, weil du hier Geld gezahlt hast? Oder bist du hier wegen Gott? Hast du dich heute gekleidet für Gott oder für die Menschen? Bist du hergekommen mit dem Verlangen, Herr, ich hoffe von ganzem Herzen, dass ich dich bei dieser Versammlung heute sehe. Lasst uns bitte Jesaja Kapitel 30 aufschlagen. Jesaja 30, Verse 15 bis 17. Denn so spricht der Herr, der Heilige Israels: Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt, sondern ihr sagt, und jetzt schaut mal, was diese Leute sagen: Nein, wir wollen auf Rossen dahin fliegen, darum werdet ihr auch dahin fliehen. Wir wollen schnell davon reiten, darum werden eure Verfolger noch schneller sein. Nein, 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 wir wollen was anders tun. Tun, 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 tun und nachdem wir getan haben, nochmal tun. Lasst uns bitte noch eine Stelle lesen, die parallel dazu passt. Matthäus Kapitel 25. Da stellt Christus zwei Bereiche auf. Er teilt die Schafe von den Böcken. Matthäus 25, zwei Verse. Einmal den Vers 37, den lesen wir. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Schaut, das ist jetzt die Charaktereigenschaft der Menschen, die gerecht sind vor Gott. Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und jetzt schaut das Gegenteil an, Vers 44. Dann werden auch sie ihm antworten, das sind die Ungerechten, die Gesetzlosen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleider oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Der Zusatz. Und haben dir nicht gedient. Die eine Gruppe kümmert sich und ist nur interessiert in der Person Jesu, dir, 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 dir. Und die andere Gruppe sagt, dir und unser Dienst. Dir und unser Dienst. Wisst ihr, ich möchte jetzt hier keine Extreme herausholen. Das heißt nicht, dass wir passiv werden sollen im Glauben. Wir sollen dienen. Mit Eifer dienen. Mit Eifer dienen. Aber der Dienst soll aus der Gegenwart und Gemeinschaft Gottes herauskommen. Zweiter Mose Kapitel 32, Vers 15 und 18. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. 2. Mose 32, Verse 15 bis 18. Mose aber wandte sich um und stieg vom Berg hinab, die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. Diese waren auf beiden Seiten beschrieben, vorn und hinten waren sie beschrieben. Und die Tafeln waren das Werk Gottes und die Schrift war die Schrift Gottes, eingegraben in die Tafeln. Als nun Josua das Geschrei des Volkes hörte, das jauchzte, sprach er zu Mose: Es ist ein Kriegsgeschrei im Lager. Er aber antwortete: Das klingt nicht wie Siegsgeschrei oder wie Geschrei der Niederlage, sondern ich höre einen Wechselgesang. Und Gott sagt genau zu der letzten Gemeinde in Pergamus: Wenn du wenigstens kalt wärst oder wenigstens heiß, aber da du lau bist, spucke ich dich aus meinem Mund raus. Wenn wenigstens ein Gesang des Sieges da wäre, ein Geschrei oder wenigstens ein Gesang der Niederlage. Und er sagt, hier herrscht ein Wechselgesang. Hier herrscht eine Kommunikation. Hier herrscht ein Wechsel.
die Wechsler im Tempel, sie haben mit geistlichen Dingen gewechselt. Versteht ihr? Da waren Kompromisse. Hurst du auch mit der Welt? Jakobus sagt, wer mit der Welt hurt, ist ein Ehebrecher Gott gegenüber. Sind das nur Worte? Nehmen wir das nicht ernst? Geht das an uns vorbei? Wie sollen wir Angst, Ehrfurcht haben vor Gott? Wie sollen wir die Sünde hassen, wie sie es verdient, wenn wir niemals in seiner Gegenwart sind? Wir kennen die Furcht vor Gott nicht, es sei denn, wir waren in seiner Gegenwart. Wir kennen den Schrecken der Sünde nicht, außer im Angesicht seiner Herrlichkeit. Und hast du die Sünde, wie sie Gott hasst? Brennt dein Herz für die Verlorenen auch, so wie sein Herz brennt? Teilst du Gott und Gottes Herz? Ich möchte zwei positive Beispiele trotz alledem noch bringen für den großen und gewaltigen Unterschied, wenn einer im Fleisch handelt und einer im Geist. Zwei Beispiele. Moses schlägt einen Ägypter mit einem Hieb, mit einem Mal. Und dieser Ägypter stirbt, mit einem Mal einen Ägypter zu töten. Das muss was Gewaltiges gewesen sein, mit einem Mal jemanden zu töten. Als aber Christus mit ihm war und er bearbeitet wurde die Jahrzehnte, hat er nur eine Sache getan. Er nimmt seinen Stab und erhebt ihn und alle Ägypter ersaufen. Das ist der Unterschied zwischen geistliches und fleischliches Handeln. Die Kraft Gottes lässt alle anderen ersaufen mit einem Schlag. Und seine Kraft hat dazu gedient, einen Mann zu töten. Ne? Fleischliches Handeln und göttliches Handeln. Ich schlage noch ein letztes Beispiel dazu auf. Hebräer Kapitel 11, Vers 21. Hier wird über einen Mann geredet, wir kennen ihn. Jakob, Hebräer 11, Vers 21. Hier wird über die Glaubenszeugen geredet und dann steht hier im Vers 21, durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinen Stab gestützt. Ja, Entschuldigung, was ist jetzt das für ein Glaubensakt? Was ist denn da ganz so besonders? Kann ich denn nicht jemanden segnen, einfach so, auch ohne bestimmten Glaubensakt? Ich will euch sagen, was das Entscheidende ist. Übrigens, das, was wir jetzt gerade gelesen haben, das ist die größte Heldentat von allen Glaubenshelden. Die größte von allen. Ich sage euch auch warum. Ich lese es nochmal. Durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinen Stab gestützt. Lasst uns eine letzte Stelle noch aufschlagen. 1. Mose 32, damit wir den Zusammenhang verstehen. 1. Mose 32, Vers 25. Das ist dieser Jakob, von dem jetzt hier geredet wird, okay? 1. Mose 32, Vers 25. Er schickt seine Familie über den Jabok und dann bleibt er allein. Und jetzt hier heißt es, Jakob aber blieb allein zurück. Stopp, bis dahin. Das ist das, was Gott mit dir machen will. Er will dich allein haben. Ganz allein. Nur dich. Zwischen dir und Gott. Und jetzt geht's weiter. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Erst dann konnte Gott mit ihm ringen. Jetzt, was ist das Wunder bei dem Ganzen? Ich will es erklären. Gott hat versucht, Jakob immer wieder zu brechen. Er schickt ihm sogar einen Schwiegervater, der zehnmal schlimmer ist als er selber, auch ein Betrüger, Laban. War übrigens ein Aramäer, ne? Wollte ich an dieser Stelle sagen. Weil ja hier viele Aramäer sind. Manche sind ja stolz, dass sie Aramäer sind. Das können wir mit dieser Stelle gerade wieder runterbrechen. Sein Lohn wird zehnmal verändert. Und er wird gebrochen und gebrochen. Und Jakob lässt sich nicht brechen. Er lässt sich nicht brechen. Bis Gott höchstpersönlich kommt und ihm sein Hüftgelenk anfassen muss. Und das bricht. Es verrenkt. Jetzt kommt das Entscheidende. Von da an war Jakob am Hinken sein Leben lang. Weil später haben wir gerade eben gelesen, Hebräerbrief Kapitel 11,
Er benutzte einen Stab. Gott hat Jakob die Lehre aller Lehren mitgegeben. Sein ganzes Leben war er gestützt auf Gott. Sein ganzes Leben war eine Lehre, dass er von diesem einen Tag sich auf Gott stützen müsste. Das ist das größte Wunder von allen. Das kostet einen Preis. Es kostet einen Preis, nach oben zu gehen. Es kostet dich etwas. Wenn Christus selber bluten musste, für uns ein Segen zu sein, glaubt ihr wirklich, dass wir nicht bluten müssen? Meint ihr dann, wenn wir 2 Stunden investiert haben in Gottes Gegenwart, dass dann alles in Ordnung ist? Es geht hier nicht darum, unsere Erlösung zu erkaufen, sondern die Nachfolge. Weil wisst ihr, das, was wir heute jetzt alles gerade besprochen haben, das alles, was in euren Herzen, in euren Gedanken gerade war, das ist alles gerade parallel im Himmel aufgeschrieben worden. Alle eure Gedanken werden eines Tages offenbar werden. Alles. Alles. Wer tut, um zu sein, lebt im Schein. Wer tut, weil er ist, dessen Tun ist lauter und rein. Und ich möchte euch ermutigen, im Petrusbrief heißt es, er gibt uns Raum zur Buße. Wir haben heute Zeit, Buße zu tun. Und das ist nicht eine emotionale Sache, sondern es ist eine Willensentscheidung. Du kannst, wenn du in dieser Situation bist, wenn du so ein schlechtes Bild von Gott noch hast, diesen strengen Vater, der mit dem Finger auf ihn zeigt, ich wusste, dass du ein strenger Herr bist. Ich wusste. Er wusste nur intellektuell von Gott, aber er kannte ihn nicht. Er wusste von Gott, versteht ihr? Und wer Gott erlebt, weiß, er ist die Barmherzigkeit in Person. Er ist Liebe. Er ist Wahrheit. Er ist das Leben. Und er möchte, dass wir überfließendes Leben haben. Er möchte das. Seid ermutigt und nicht entmutigt. Die Bibel sagt, alles, was ins Licht kommt, ist von Gott. Das ist was Gutes, wenn wir überführt werden. Dafür sind wir hier, um uns korrigieren zu lassen, wie wir es gerade vorhin gehört haben. Der Herr segne euch.